Herzlich willkommen bei StudyRap TV. Wir wollen mal so eine Tragstützlagerung konstruieren und was wir schon kennen, ist die Prinzipskizze von so einer Tragstützanordnung. Da gab es zwei Varianten, die sich danach unterscheiden, wie der Kraftfluss zwischen Gehäuse über die Lager und der Welle stattfindet, und zwar die X- und die O-Anordnung. Die wollen wir uns beide mal angucken und auch beide konstruieren. Und anfangen tun wir mal mit der schönen X-Anordnung. Damit jeder wieder so ein bisschen im Bilde ist, wie das so ungefähr funktioniert, mache ich mal nochmal eben die Prinzipskizze hier grob hin. Also wie sieht das aus? Wir haben eine Welle, die irgendeine Funktion erfüllt, meistens ein Drehmoment zu übertragen. Und jetzt kommt hier so eine Lagerung in irgendeiner Form so schräg dran, die dann so irgendwie mit dem Gehäuse verbunden wird. Und wenn wir uns jetzt Folgendes vorstellen, hier wird beispielsweise eine axiale Kraft aufgebracht, dann passiert Folgendes. Im Gegensatz zur Festloslagerung ist nicht eine Position der Welle fix durch das Festlager und die andere axial für Wärmedehnung zum Beispiel verschieblich, sondern man sieht ja jetzt hier, dass es ein gewisses Lagerspiel gibt in axialer Richtung. Das heißt, je nachdem, von wo jetzt eine Kraft wirkt, ist es immer so, dass die eine Seite der Lagerung eine stützende Wirkung hat, damit das Ganze sich radial nicht verschieben kann und die andere Seite tatsächlich den wesentlichen Teil des Kraftflusses erfährt. Deswegen halt auch Tragstützanordnung und das ist jetzt hier insbesondere eine X-Anordnung, weil wenn hier Kräfte durch die Lagerung fließen, dann natürlich entsprechend hier durch die Kontaktflächen zwischen Lagerung und Gehäuse und das bildet dann, es muss sich hier nicht notwendigerweise schneiden, aber mit so ein bisschen Fantasie wird es dann ein X. So, das ist ja jetzt eine Prinzipskizze, da kann sich noch kein Mensch vorstellen, wie das dann in echt aussieht. Und damit wir diesen Schritt mal so ein bisschen machen, versuchen wir das mal zu konstruieren. Womit fangen wir da an? Wir machen mal einen Absatz, auf den die linke Seite der Lagerung kommen soll. Und das könnte dann beispielsweise so aussehen. Dann wissen wir schon aus den Videos zur Festloslagerung, wir brauchen für die Montierbarkeit eine Phase. Die Lagerung sitzt hier relativ spack drauf und damit das Ganze funktioniert, muss dann jetzt hier eine Phase drauf. Jetzt kommt hier als nächstes Folgendes, nämlich das Lager selbst. Und das habe ich hier vergessen zu sagen. Wir realisieren das Ganze anhand von Kegelrollenlagern. Kegelrollenlager habe ich schon mal in der Übersicht zu den Lagerungen vorgestellt. Wie sahen diese ungefähr aus? Das macht ein Computer natürlich schöner als ich, aber man hat hier irgendwie so einen Kegel. Der Kegel hat zwei schräge Lagersitze, in denen er irgendwie hängt. Zum Beispiel irgendwie so. Und das sind wieder unterschiedliche Teile, deswegen werden die auch unterschiedlich schraffiert. Man erkennt jetzt schon, wenn jetzt hier irgendwo was drauf drückt, dann würde die Kraft also entsprechend durch die Welle, den Wellenabsatz hier auf den Lagersitz kommen, über die Kegelrolle und dann hier entsprechend ins Gehäuse geleitet werden. Damit das Ganze jetzt hier funktioniert, brauchen wir an der rechten Seite ja an der Welle noch einen festen Anschlag. Dafür machen wir einfach mal einen höheren Wellenabsatz. Und alles Weitere interessiert uns nicht, deswegen wird die Welle hier mal unterbrochen. Das Ganze ist nach unten symmetrisch, also eine Symmetrielinie. Das heißt, dieses Bildchen könnte man nach unten spiegeln und weil es keine neuen Informationen enthält, kneifen wir uns das. So, jetzt müssen wir hier irgendwie konstruktiv noch im Gehäuse eine Möglichkeit vorsehen, dass dieses Lager links einen festen Anschlag hat, damit also entsprechend hier der Kraftfluss schräg nach oben weg kann. Und je nachdem, wie man das jetzt konstruiert, da ist das Stichwort immer die Montierbarkeit, könnte man beispielsweise einen festen Absatz im Gehäuse vorsehen. Das sähe dann vielleicht irgendwie so aus. Das bedeutet, hier ist jetzt das Gehäuse mit einem festen Anschlag vorgesehen. So, jetzt sieht man ja schon Folgendes. Wenn ich das jetzt so konstruiere, kann ich ja offensichtlich das Lager von links nicht reinschieben. Das heißt, ich muss bei allem, was ich jetzt so als nächstes tue, darauf achten, die Montagerichtung ist in diesem Fall von rechts nach links.
Das wird gleich nochmal wichtig, denn sonst kann man das Ganze ja nicht zusammenstecken, was man da baut, und dann schimpfen die Kollegen in der Fertigung. So, jetzt kommt als nächstes noch so eine kleine Geschichte dazu, das hatte ich bei den Festloslagungen schon mal erzählt. Und zwar sieht man in der Regel auf den Absätzen, auf denen Lager angebracht werden, sogenannte Freistiche vor, damit die Oberflächenbearbeitung hier entsprechend bis zum nächsten Wellenabsatz fahren kann und man eine ausreichend glatte Oberfläche erreicht. So, jetzt ist jetzt hier diese Geschichte zu Ende. Hier dreht sich jetzt vielleicht irgendwie ein Zahnrad oder so. Das interessiert uns jetzt mal alles noch nicht so wahnsinnig. Das heißt, wir gucken uns mal die rechte Seite von dieser Anordnung an. Und dafür kommt erstmal wieder hier ein Absatz hin, auf dem die Lagerung hängt. Und das Bild wird jetzt relativ ähnlich, nur um ein paar Grad gedreht. Denn jetzt sieht man hier wieder ein Kegelrollenlager mit dem Lagersitzen, sodass jetzt auch hier wieder schräg die Kraft fließen kann, so wie man das hier oben sieht. So, und jetzt müssen wir überlegen. Also, wir wollen es ja hier von links nach rechts montieren können. Dann dürfen wir hier noch einen Wellenabsatz hinmachen, gegen den das Lager gedrückt wird. Dann haben wir es also schon mal an der Welle fest. Jetzt wird es aber so ein bisschen fuckelig, weil ich muss es ja montieren können. Ich habe mich hier schon festgelegt, ich schiebe das ganze Ding so drauf. Also die Lagerung auf die Welle und jetzt die Welle ins Gehäuse. Damit das jetzt funktioniert, darf ich jetzt also hier keinen Wellenabsatz, keinen Absatz im Gehäuse vorsehen. Das Ganze muss man da so frei reinschieben können. So könnte das beispielsweise aussehen. Und hier ist dann also das Gehäuse zu Ende. So, das Problem ist jetzt, damit das funktioniert, muss ich jetzt ja hier in irgendeiner Form noch einen Anschlag vorsehen, denn ich sehe, der Kraftfluss hier geht so schräg rechts ins Gehäuse weg. Wie könnte man das geschickt lösen? Das könnte man zum Beispiel darüber relativ pragmatisch lösen, dass man hier einen Deckel dran schraubt und schon ist man fertig. Vielleicht irgendwie so. Achtung, ich hatte schon mal gesagt, die Deckelebene darf nie oder sollte nie, aufgrund der Fertigungstoleranzen, sollte nie in der Ebene des Lagersitzes sein. Wenn man dann aufgrund von Fertigungstoleranzen ein Spiel hat, das zu groß ist, ist der ganze Effekt dieser Maßnahme flöten gegangen, denn dann kann man überhaupt nicht mehr das Lager mit dem Deckel über so eine Schraube irgendwie im Gehäuse verspannen. Dann ist hier ein Spalt und das Ganze klappert. Die Funktion ist nicht gewährleistet. Also trennt man das. Hier ist der Deckel natürlich nicht zu Ende, umlaufende Kante. Ich weiß, eigentlich macht man kein Schneiden der Konstruktion über so einen Punkt. Kriegen wir jetzt ungefähr hin. Ich bin kein CAD-Programm. Besser kann ich es leider nicht, aber ich denke, man kann es erkennen. So, was haben wir jetzt gewährleistet? Wir haben jetzt gewährleistet, wenn auf die Welle, zwei Kleinigkeiten noch vergessen, hier kommt eine Montagephase hin, hier kommt ein Freistich hin. Jetzt sieht man also, ich stecke diese Lager auf die Welle und schiebe danach die Welle hier von der Seite ins Gehäuse rein und schraube am Ende den Deckel rechts dran und schon habe ich das Ganze irgendwie montagefähig konstruiert. Und das Schöne ist jetzt, man erkennt, wenn ich jetzt von dieser Seite beispielsweise drücke, dann würde entsprechend diese Lagerung hier nur eine stützende Wirkung haben. Der Kraftfluss geht hier durch die Welle durch. Hier ist noch irgendwas, was auch immer. Und dann würde entsprechend der Kraftfluss hier so über das Lager ins Gehäuse abgeleitet. Und die Lagerung erfüllt ihren Zweck. Die Kegelrollen drehen sich. Das Ganze steht außen fest. Die Welle kann sich also drehen. Alles ist schön. So, damit haben wir mal so einen ersten Annäherungsversuch an die X-Anordnung erfolgreich abgeschlossen und können uns dann im nächsten Video mal angucken, wie eigentlich so eine O-Anordnung konstruiert werden kann.